Breakletics, Hit the Beat, Breakletics oder Hit the Beat, was hat es damit eigentlich auf sich? Wieso zwei Namen? Einige kennen es unter Breakletics, einige unter Hit the Beat. War es überhaupt eine gute Entscheidung, die richtige, die falsche, den Namen im späteren Verlauf zu ändern? Das erfährt ihr alles in diesem Video und bleibt bis zum Ende dran, denn dort könnt ihr mir am Ende natürlich Feedback da lassen, ob ihr findet, dass ich die richtige oder die falsche Entscheidung getroffen habe, was die Namensgebung dieses Workouts angeht. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Peter Sawinski, aka Pete R. Willkommen hier auf diesem YouTube-Kanal. Ich bin der Gründer von Hit the Beat /Breakletics und heute erzähle ich euch, wieso wir irgendwann den Namen von Hit the Beat, von Breakletics zu Hit the Beat geändert haben. Bevor ich darauf zu sprechen komme, Breakletics, dann muss ich euch natürlich ein bisschen über die Entstehungsgeschichte erzählen und wie wir überhaupt auf den Namen Breakletics gekommen sind. Ich bin dreifacher deutscher Meister im Breakdance. Das war meine Leidenschaft, das habe ich geliebt, bis ich irgendwann, ja sagen wir mal so, ich habe mich insgesamt 7-mal verletzt beim Breaken, 7 Knie-OPs, 2 Bandscheibenvorfälle und bei der letzten Verletzung war ich quasi raus. Ja, und musste dann quasi meine Leidenschaft aufgeben. Damit möchte ich nicht sagen, dass Breakdance ein extrem gefährlicher Sport ist. Ja, ich habe sehr gefährliche Sachen gemacht, aber wenn ich jetzt so mal rückblickend meine ganze Karriere reflektiere, gab es natürlich mehrere Gründe, wieso ich mir diese ganzen Verletzungen zugezogen habe. Nummer 1, ich habe einfach jeden Tag trainiert, anstatt mir Pausen zu gönnen. Ich hatte gar keine Regenerationstage. 2, ich habe nur Fast Food gegessen, also richtig Katastrophe. Und ich habe zu viel Alkohol getrunken. Also wenn du gerade das Video siehst und Bock hast, eine Breakdance-Karriere zu starten, mach das, aber berücksichtige eben, dass du dich sehr gut ernähren solltest und auf jeden Fall auf Alkohol verzichten solltest, wenn du auf den Bühnen, so wie ich es war, länger als 15 Jahre sein möchtest und da erfolgreich sein willst. So, das kurz so nebenbei erwähnt. Dann, wie gesagt, hatte ich mich verletzt. Meine Mutter hatte mich gezwungen, Sport zu studieren. Wollte ich am Anfang nicht, aber ich habe meiner Mutter gesagt, hey, diesen Gefallen tue ich dir. Jetzt macht das Ganze Sinn. Denn als ich dann aufgehört habe mit Breakdance, brauchte ich eine zweite Leidenschaft. Und ich war schon vorher sehr fitnessaffin und ein Fitnessfreak. Aber als ich dann Kontakt mit dem Sportstudium hatte, hat das Ganze noch mehr gematcht, sage ich mal. Und meine Leidenschaft ging auch ein bisschen Richtung Fitness. Als ich aber studiert habe, ehrlicherweise fand ich das so langweilig, was die Leute da gemacht haben. Das war alles so monoton und da kam ich eben auf die Idee, wieso mische ich das Ganze nicht? Und daher der Name Breakletics. Relativ simpel, ich Breakdancer, dann habe ich mich mit Fitness ausgesetzt, dann okay, ich war ein sehr athletischer Mensch, kein Bodybuilder, ich war immer eher so Athletik, Ausdauer, Geschwindigkeit, Agilität, Beweglichkeit, athletisch, ja, und deswegen kamen wir auf den Namen Breakletics. Letics. Macht Sinn, ist ein geiler Name. Wie gesagt, schreibt mir gerne unter das Video, wie ihr den Namen findet. War ein geiler Marketing-Move auch. Breakdance meets Fitness. Ist und war auch sehr erfolgreich im Marketing, hat sehr, sehr viele Menschen angezogen, weil es sehr interessant wirkt, der Name. Die ersten Ausbildungen waren auch sehr erfolgreich. Wir haben insgesamt jetzt schon 2.500 Trainer in dem Bereich ausgebildet und alle fanden das geil, den Namen. Und die ersten Trainer, die schon, die kamen alle auch aus dem Breakdance-Bereich, das heißt, die hatten ihre Community und für die war es nicht schwer, den Kurs voll zu bekommen, weil die Leute sehr, sehr, sag mal, ihre Teilnehmer von diesen Trainern, die waren sehr nahbar. Die hatten schon eine Community und die mussten diesen Namen oder das Konzept nicht wirklich erklären. Man hat denen vertraut und die sind einfach in den Kurs gekommen. So, aber dann entstand folgendes Problem. Wir wurden immer bekannter und bekannter. Und dann immer mehr Trainer ausgebildet, die aber dann nicht aus dem Breakdance-Bereich kamen, sondern wirklich aus dem Fitness-Bereich gekommen sind. Die hatten also mit Breakdance wenig am Hut. Und als die dann ausgebildet wurden und dann mit Breakletics an den Start gingen, da entstanden die ersten Probleme. Denn die Teilnehmer, als sie den Namen gehört haben, Breakletics, die haben nur Breakdance im Kopf gehabt, was ja Sinn macht. Aber sie hatten so viel Respekt davor, in diese Kurse zu kommen. Die dachten, die müssen Rückwärtssalto machen, irgendwelche Power-Moves, ganz gefährliche, verrückte, akrobatische Sachen. Und das irgendwie mit Fitness gemischt. Und damit hatten angehende Trainer,
bzw. Trainer, die ausgebildet wurden, einfach extrem große Probleme, diese Kurse voll zu bekommen. Die mussten die ganze Zeit erklären, nein, das hat nichts so viel mit Breakdance zu tun, das wurde alles runtergebrochen auf ganz, ganz einfache Bewegungen und somit trotzdem machbar für den Otto-Normalverbraucher, der einfach sich gerne mit seinem Körper auseinandersetzt, der gerne Fitness macht und Sport macht. Das hat aber nichts genutzt, weil ihr müsst euch vorstellen, die sehen den Namen und haben direkt von vornherein Respekt und Angst, in diesen Kurs zu kommen. Die haben noch nicht mal die Möglichkeit, mit dem Trainer zu sprechen. Und wenn sie dann mit dem Trainer sprechen und der Trainer das alles erklärt, gibt es trotzdem Menschen, die dem Ganzen irgendwie nicht glauben. Und deswegen haben wir den Namen geändert zu Hit the Beat. High Intensity Intervalltraining zur Musik. Der Name ist, der klärt sich von selbst. Jeder weiß direkt, was Sache ist. Und seitdem wir den Namen geändert haben, haben unsere Trainer kein Problem mehr, den Kurs voll zu bekommen. Weil eben die Trainer, beziehungsweise, sorry, weil eben die Teilnehmer gar nicht mehr nachfragen, was ist das ganz genau, sondern, hey, das hört sich interessant an, ich kenne das Ganze schon, jetzt das Ganze mit Musik, okay, da gehe ich hin. Und dann erfahren sie den Breakletics Spirit, weil, egal ob Breakletics oder Hit the Beat, es ist ein und derselbe Kurs. Da wurde gar nichts dran geändert, außer der Name. Auch bei Hit the Beat fließt die Kreativität, Leidenschaft, Musikalität, der Spaßfaktor, die Moves, die Beweglichkeit der einzelnen Übungen von dem Breakdance und von meiner Leidenschaft, die Erfahrung, die ich gesammelt habe als B-Boy auf der Bühne, fließen in diesen Kurs mit ein. Das war es eigentlich schon in diesem Video. Ihr habt jetzt ganz, ganz kurz von mir erklärt bekommen, wieso haben wir den Namen geändert, wie kamen die Namensänderungen, was bedeuten sie. Und jetzt kannst du mir sagen, was du davon hältst. Fandest du den Namen Breakletics besser, Hit the Beat besser? Hättest du auch so reagiert, wenn es dein eigenes Unternehmen wäre? Was hättest du gemacht? Würde mich brennend interessieren. Und wenn du dich sonst interessierst für die Ausbildung, noch mehr über die Ausbildung erfahren möchtest, dann kannst du dich hier unter dem Video einfach für ein Kennenlerngespräch anmelden, alles unverbindlich, da können wir sprechen, ob die Hit the Beat Ausbildung auch deine Fitnesstrainerkarriere aufs nächste Level bringen wird, ob auch Hit the Beat dir helfen kann, noch mehr Menschen für dich zu begeistern und du wiederum mehr Menschen für deine Kurse begeistern kannst. Das war's von mir, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace, Pete Air. 5, 6, 7, 8.